Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, und wir gehen jetzt hier raus, denn die Aufgabe mit diesen Powerhelmen schaffen wir nicht. Was? Boah, hier explodiert gleich alles. Ja, dann vielleicht doch nicht. Erstmal wieder raus und an die frische Luft hier. Appalachia hat uns gleich wieder. Ah, unser Camp. Ah, wie schön. Ob das wohl noch steht? Ja, wenn wir alles, was wir haben, auseinandernehmen würden. Also an Camp-Sachen und Siedlungssachen, was wir da aufgebaut haben, Generatoren und so weiter. Ja, wenn wir alles auseinandernehmen würden, dann hätten wir wahrscheinlich reichlich Schrauben. Dann könnten wir eine Powerrüstung bauen, die wir sowieso nie nutzen, aber die könnten wir schön in unser Camp stellen vielleicht. Oh, ja. Ja, das hätte auch was. Wo sind wir denn hier gelandet? Kamera da oben. Okay, da haben wir schon mal eine Schraube. Noch eine. Noch ein Kryolator. Ballistische Faser haben wir, da können wir ja doch unsere Kleidungsstücke reparieren, unsere Rüstung.
wir dürfen nichts mehr einsammeln. Oh, das ganze Bier hier. Was haben die hier gespielt? Bierflaschen kullern lassen. Ja, auf geht's mit uns. Und zwar, Moment mal, in welche Richtung? In diese Richtung hier. In eine schönere Gegend. Hoffentlich lauert uns hier nichts auf. Auf zu den spitzen Steinen, oder? Auf der Karte sieht es so aus, als wäre da irgendwie so ein Stonehenge. Bestehend aus spitzen Steinen. Oh. Wollte ich gar nicht. Ach, das Hornride-Anwesen ist direkt anschließend. Aha. Direkt nebenan. Powergräber, total schade. Jetzt sind wir so weit gekommen. Dann hapert's an den Schrauben. Die Zivilisation hat uns wieder. Da vorne ist eine Straße. Oh, Moment. Gefahrenanalyse. Bereich möglicherweise kompromittiert. Beginne Kontrolle. Was kann er denn? Weg ist er. Ja, die ist schon etwas angenehmer hier, die Gegend. Aber auch noch nicht so ganz. Perfekt. Ich glaube, wir können noch ein Stück weiter. Was war das? Hier ist ein Haus oder so. Egal. Nein. Die wollte ich jetzt gar nicht treffen. Doch wir sind nicht mehr so weit von unserem Ziel entfernt. Wieder runter hier. Tut mir leid, irgendwie
Dachte ich, der im Weißen wäre nett. Der da im weißen Shirt. Haben die etwa die... Was? Haben die etwa die Supermutanten besiegt? Ach, die haben da ein Zeltlager. So. Wow. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Lasst euch nicht stören. Ich wusste ja nicht, dass ihr so viele da drin seid. Alle in einem Zelt? Alles Männer. Ja, okay. Macht ruhig. Macht ruhig. Weiter. Heraus. Okay. Wir gehen hier nicht rein. Wir kommen hier nie wieder raus, wahrscheinlich. Brombeere. Hm. Dünger. Ja, nichts wie weg. Das war ja nichts. Bauplan. Fallenstellerarme. Sehr schön. Endlich! Tja, wir müssen, glaube ich, weiter in die Richtung. Da finden wir wenigstens Baupläne und so. Vielleicht auch ein paar Schrauben mal. Ein Ausguck, oder? Oder was ist das? Oh. Könnte sein. Boah, das könnte aber noch weit weg sein. Echt jetzt? Noch eine Siedlung zum Bebauen? Ja, ich freue mich. Vor allem scheint die Gegend hier etwas angenehmer zu sein als die letzte. Wie sieht denn das aus? Gehört die Siedlung uns noch? Ich glaube nein. Doch. Und die scheint sogar noch in Ordnung zu sein. Ah, die Siedlung gucken wir uns natürlich an. Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Ein Ort, an dem wir bauen dürfen. Wir haben sowieso keine Schrauben. Nicht schlecht. Da mischen wir uns aber nicht ein, okay. Welche Stufe hat... Supermutant gegen Todeskralle. Ja, okay, Supermutant hat keine Schnitte.
schießen auf uns. Ach, geschafft. Bundesentsorgungsbereich, aha. Oh, Mama Mia. Oh nein. Hier sollen wir bauen? Was war das? Ach so. Schießt er jetzt auf uns, oder? Ein Kampf! Endlich! Da drüben sind Todeskrallen. Das sind viel bessere Gegner als wir. Ins Auge. In den Mund. Stirn. Und Nase. Perfekt. Menno. Noch einer. Ach da. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Haben Leckerli für dich. Ich glaub dir kein Wort. Nicht schlecht, das Gewehr. Schön, wenn man so ein bisschen schneller schießen kann. Leckerli, will er uns locken? Oh nein, nicht der schon wieder. Und dann so eine Stufe. Boah, der nimmt gar keinen Schaden, nichts wie weg. Oh, wir nehmen aber Schaden, nichts wie weg. Na, das gilt nicht. Das gilt aber nicht, wenn du hier so ruckelst. Ich sag, das gilt nicht. Na, vielleicht ist es ja doch ganz schön hier. Wenn wir den Typen erstmal los sind. Was? Wach! Mensch, ihr spielt so klein. Ich dachte, du wärst jetzt was anderes. Und du auch. Hoffentlich, du Blutenbote. Mauen! Kaputt! Töten! Da nur reingeraten. Ja. Wie du mich verletzt haben. Ja, tut mir leid, aber das ist gerade nicht anders möglich. Und die ist tot. Wo schießt du? Der versteckt sich in der Wand, das ist unfair. Das können wir nicht. Was? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nachladen.
Okay, ich höre schon ein Radio. Können wir das nicht kaputt schießen? Wo ist das Radio? Wieso hat er sich in der Wand versteckt überhaupt, frage ich mich gerade. Aber an der Kronkorken noch zu holen? Na, was Besseres, Haarklammern. Puff! Ja, das macht Spaß. Ja, wo ist dieses Radio bloß? Ah. Kein Radio hier. Wow! Da ist er! Wow! Werfen! Was werfen? Das musst du doch merken! Die haben das Radio vielleicht auf dem Dach stehen. Wir kommen noch nie aufs Dach, oder? Kommen wir vielleicht doch aufs Dach? Hm. Wir versuchen es ja nicht mal, das Radio auszuschalten. Ist ja auch schön eigentlich. Ich mag das Lied. Hm. Ach hier. Da ist sie ja. Knallbeere. Knallbeere. Da oben kommen wir rüber. Ja, das brauchen wir auch hier. Red X und Red Away und so Zeugs. Ach, hier sind. Moment. Ich wollte eigentlich da oben drauf. Die sind doch auch darauf gekommen. Wie haben die das dann geschafft? Okay, Chemikalien-Schutzanzüge sind ja genug hier. Und Red Away und Red X ebenfalls. Aber das Radio bekommen wir nicht aus. Na, da ist doch kein Radio drin. Hat doch gar keinen Strom da drin. Ja, das ist direkt über uns, das Radio. Ja, geh mal. Können wir nichts machen. Seht ihr doch selber, was hier ist. Wir kommen da nicht ran. Aber das wäre richtig gut, wenn wir da oben drauf kommen könnten. Da haben sie einen Sonnenschirm und alles aufgebaut. Die sind doch auch darauf gekommen. Ich sehe aber keine Tür da auf der anderen Seite. Ich weiß, wie die darauf gekommen sind. Okay. Seht ihr das? Da ist ein Baum oder so etwas umgekippt. Was war das? Eine Brombeere. Jetzt haben wir, glaube ich, zu wenig Munition für das Monster. Ja, da ist es. Und aus. Okay.
Salz. Oh, da gucken wir noch ganz schnell nach dem Biest, ob wir das kriegen. Theoretisch könnte es ja auch hier rüberklettern, aber praktisch hat es doch viel zu viele Augen. Ah, wir müssen erstmal leichter werden. Ach, das hat ja schon wieder volle Energie. Ach, da war der Rücken. Der Rücken ist der Schwachpunkt bei dem Viech. Spuckt uns an. Oh, ziemlich schlau. Da bin ich aber mal gespannt, was das jetzt für uns drin hat. Armbrustbolzen? Eine Armbrust. Ach, wir nehmen das jetzt alles. Okay, wir sind überladen, aber in der nächsten Folge geht es weiter. Überladen. Da machen wir uns Gedanken, wie wir das Überladensein ändern können. Ah, viele Raider hier in der Gegend. Die haben es wohl alle versucht hier irgendwie. So, wollen wir ein bisschen drehen? Rollen wir ein bisschen? Das ist gut. Nichts Neues dabei.
Ja, mit dem Bild bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.